Yo Friends, heute zeige ich euch die besten Einstellungen für eure GoPro, um wirklich das Maximum rauszuholen, um die geilsten FPV-Shots zu machen und wie ich aus solchen Aufnahmen solche Aufnahmen mache. Einige von euch haben mich unter meinen letzten Videos und auch in DMs gefragt, yo, was machst du, um aus der GoPro wirklich alles rauszuholen? Und viele von euch finden wohl meinen Videostil bzw. die Aufnahmen von mir echt gut. Das freut mich natürlich und deswegen gibt es heute das Video dazu, was ich genau hier bei meiner GoPro einstelle und auch was mein Workflow ist und wie ich das noch nachbearbeite. Und am Ende habe ich sogar noch ein Geschenk für euch, also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Das Einzige, was ein bisschen mies ist, ihr seht es vielleicht hier, die GoPro, habe ich bei ein paar Bando-Sessions wirklich jetzt komplett geschrottet. Ist aber nicht schlimm, die geht noch. Ich zeige es euch einfach am Phone, also ich werde es einfach hier auf meinem Phone recorden. Das ist sogar noch viel besser, weil dann kann ich es einfach easy aufnehmen und ein bisschen was dazu erklären. Wir sind jetzt hier in der GoPro Quick App und ich gehe mal direkt hier in meine Einstellungen rein. Beim ersten Punkt Auflösung würde ich euch definitiv empfehlen, in 5,3K mit 8 zu 7 zu filmen. Das bedeutet einfach, die GoPro liest den kompletten Sensor aus und ihr könnt einfach im Nachhinein noch wählen, wollt ihr das Video zum Beispiel in Querformat nutzen oder zusätzlich noch für Reels, so mache ich es zum Beispiel. Das ist wirklich eine richtig geile Einstellung. Dann Bilder pro Sekunde würde ich immer 30 auswählen, es sei denn, ihr wollt irgendwie Slow-Mo filmen, dann könnt ihr natürlich was anderes auswählen. Wenn ihr, by the way, eine ältere GoPro habt, dann könnt ihr halt nicht diesen 8 zu 7 Ausschnitt wählen, sondern halt ganz normal 16 zu 9. Was allerdings ganz wichtig ist, bei Objektiv wählt ihr immer weit, ihr wählt kein Hyperview oder Superview, immer nur weit, weil wir werden es dann in Gyroflow rein exportieren und dann noch nachbearbeiten. Und dafür gibt es dann die perfekten Presets, um das nachzubearbeiten. Genau, Hypersmooth bleibt aus und das andere ist nicht ganz so wichtig. Dann hier 10-Bit, wenn ihr das habt, auf jeden Fall einschalten. Das bedeutet einfach, die GoPro filmt, also kann mehr Farben aufzeichnen und ihr habt mehr Flexibilität, wenn ihr es nachbearbeitet. Bitrate hoch und Belichtungskorrektur. Kann ich euch den Tipp geben, wenn ich meinen Shutter Speed, das werde ich euch auch noch gleich zeigen, wenn ich den nicht manuell einstelle, dann habe ich immer so eine Belichtungskorrektur von 0,5 oder sogar 1 manchmal, also dass es immer ein bisschen heller ist, weil ich das Gefühl habe, die GoPro nimmt immer ein bisschen zu dunkel auf. Und dunkles Footage in der Nachbearbeitung noch heller zu machen, führt meistens dazu, dass es rauscht. Wenn es wirklich nur ein bisschen zu hell ist, das Footage ein bisschen dunkler zu machen, ein bisschen Kontrast reinzubringen, das ist meistens der bessere Weg. ISO minimal 100, ISO maximal 400, das kommt immer drauf an, was für die, welche Location ihr filmt. Filmt ihr in einem dunklen Bando, wo man rein und raus fliegt, wo es draußen sehr hell ist und im Bando ein bisschen dunkler, würde ich ISO maximal so 400 nehmen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, am besten ISO maximal 100, dann kann die GoPro das nicht hochregeln. Das ist eigentlich perfekt, wenn es hell genug dafür ist. Weißabgleich würde ich immer auf Auto lassen, Schärfe würde ich auf Mittel lassen. Hier ganz, ganz wichtig, Farbe matt. Also auch nicht natürlich und auch nicht dynamisch, weil die GoPro neigt einfach dazu, dass sie zu viel Kontrast reinbringt. Ihr macht euch da eure Aufnahme kaputt, könnt ihr nicht schön nachbearbeiten. Immer flat bzw. matt da einstellen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Einstellung meiner Meinung nach. Genau, und das war's eigentlich auch schon. Jetzt wollte ich noch ein bisschen was dazu erklären, wie finde ich die perfekte Belichtung. Ihr könnt bei der GoPro die Belichtung entweder manuell einstellen oder ihr lasst die auf automatisch. Und dafür habe ich ND-Filter, denn viele von euch wollen ja, dass das Ganze schon aus der GoPro so rauskommt, dass wenn man fliegt, dass man schön im Bild so eine unten so eine Unschärfe drin hat. Und dafür nutze ich ND-Filter, wenn es sehr, sehr hell ist. Es gibt manchmal die Situation, kurz nach einem Sonnenuntergang ist es schon ziemlich dunkel oder ihr fliegt in einem dunklen Bando, dann braucht ihr gar keinen ND-Filter, dann seid ihr froh, dass es hell genug ist. Bald wird ja wieder Frühling und alles sieht richtig nice aus draußen. Angenommen, ihr fliegt jetzt über ein Rapsfeld bei strahlendem Sonnenschein, das Licht wird nicht wirklich dunkler oder heller, es sind keine Wolken am Himmel, dann könnt ihr die GoPro einfach nehmen, stellt die mal, oh, jetzt schaltet sie sich aus, ist aber auch egal, ich habe eh hier alles abgedreht, was ich mit der brauche, dann könnt ihr die Belichtung einfach mal auf 1/30 stellen und dann probiert ihr einfach hier, wenn ihr ein ND-Filter-Set habt,
probiert ihr einfach aus, welcher ND-Filter passt jetzt perfekt drauf, und dann würde ich euch sogar empfehlen, die 30. Verschlusszeit manuell einzustellen, dass die GoPro das gar nicht rumregulieren kann, und dann ISO halt maximal 100. Genau, wenn ihr aber jetzt in einem Bando zum Beispiel fliegt und fliegt ab und zu mal raus und wieder rein, dann würde ich euch schon empfehlen, die GoPro einfach die Belichtungszeit automatisch regeln zu lassen, aber da halt drauf zu achten, dass ihr am besten, wenn ihr in der dunkelsten Stelle seid, wo ihr filmt, zum Beispiel im Bando an der dunkelsten Stelle, wo ihr durchfliegen wollt, dass ihr da ungefähr eine 30. Verschlusszeit habt und dass das Bild da noch schön hell ist. Genau, das sind so die Überlegungen, mit denen ich an die Sache rangehe. Und jetzt würde ich sagen, wenn wir die Aufnahmen dann von der GoPro im Kasten haben, geht's weiter mit der Nachbearbeitung am PC. So, wir sind jetzt hier in Gyroflow und ich zeige euch mal, ich habe hier eine richtig geile Aufnahme gemacht mitten im Regenbogen. Kann ich mal kurz abspielen. Sieht mega schön aus. Und in Gyroflow ist wirklich ziemlich easy, das Programm. Ihr seht hier unten, sieht man jetzt die Gyro-Daten halt, die GoPro speichert. Und die können wir jetzt dafür nutzen, um das Ganze hier nachträglich so zu stabilisieren, wie wir drauf Bock haben. Das erste, was ich immer mache, ist hier oben Field of View ändern. Und da ist jetzt die, pass auf, ich zeige euch das mal. Ich habe jetzt hier eine Einstellung, das ist die Mirrored, also spiegelt. Deswegen mache ich das mal raus, dass ihr seht. So, das wäre jetzt praktisch die ganze Aufnahme, also der ganze Sensor-Readout, den wir gemacht haben. Und da müsst ihr jetzt ein bisschen überlegen, wollt ihr ein Reel machen? Dann stabilisiere ich das praktisch so hier, dass ich halt einfach grob drüber gehe und schaue, okay, ist hier oben und hier unten einfach nichts drin. Weil hier an der Seite, das wird man bei einem Reel, wenn man es zuschneidet, eh nicht sehen. Und was ihr auch noch machen könnt, hier Solid Color ändern zu Mirror Edge Pixel. Wird das halt hier so ein bisschen gespiegelt. Es sieht zwar nicht so schön aus, aber wenn dann mal hier oben bei einem Reel mal kurz irgendwie so ein schwarzer Rand reinkommt, weil ihr eine Kurve fliegt oder so, dann ist das nicht schlimm. Wenn ihr das Video jetzt so hier exportieren würdet, also für YouTube-Videos zum Beispiel wie hier, dann bin ich immer so ungefähr hier unterwegs. Ihr seht auch hier unten diese roten Teile. Das bedeutet praktisch immer, wenn hier rot ist, ist theoretisch, wenn wir hier Mirror Edge Pixel ausmachen, ist hier immer so ein bisschen so eine kleine Kante drin. Und ihr seht das jetzt hier, das ist jetzt nicht schlimm, wenn ich hier das einfach spiegeln lasse. Das seht ihr wahrscheinlich nie, wenn ich das einblende. Deswegen, mir ist es wichtig, dass man ein großes Field of View hat. So, ich gehe dann immer so ein bisschen danach, dass hier unten nicht zu viel rote Striche da sind, aber ein paar. So, weil wenn es jetzt extrem ist, ihr seht es hier, dann sieht das Bild schon sehr komisch aus. So, deswegen immer achte ich dann hier darauf, dass, ja, hier einfach ein paar solche roten Striche sind, so dann weiß ich, okay, ab und zu wird es mal ein bisschen gespiegelt, aber im Grunde ist es das natürliche Bild, was es auch wirklich aufgenommen hat. Genau, dann könnt ihr hier noch, also grundsätzlich war es das eigentlich schon, ihr könnt dann hier noch die Smoothness einstellen. Je höher ihr die stellt, desto krasser wird es stabilisiert, aber desto mehr wird natürlich auch wieder ins Bild reingecroppt, so, da muss man ein bisschen einen guten Mittelweg finden. Ich habe den meistens sogar wirklich hier am Anfang, so ungefähr in der Range vom Stabilisieren. Genau, dann Lens Correction habe ich immer an. Ihr seht hier, das ist diese Fisheye-Optik von der GoPro. Die bekommen wir hier wunderschön raus. Das sieht dann richtig geil aus. Theoretisch, wenn ihr ein Freund davon seid, können wir sogar noch Lock Horizon machen. Je nachdem, wie stark das auch sein soll. Aber ich finde, das nimmt ja den ganzen Charme von einer FPV-Drohne, die sich schräg in eine Kurve reinlegt. Aber falls ihr da auch keinen Bock drauf habt, könnt ihr auch den Horizon immer perfekt ausstabilisieren, dass es immer gerade bleibt. So, ich mache das nicht. Genau, dann rendere ich das in ProRes HQ raus. Und das war's eigentlich schon. Dann gehe ich hier auf Export, save das irgendwo hin und das war's dann eigentlich mit Gyroflow. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, nämlich DaVinci Resolve. Und da kommen wir auch zu meinem kleinen Geschenk an euch. Und zwar sind wir ja gerade dabei, die 1000 Abonnenten zu knacken. Vielleicht sind die schon geknackt, wenn das Video oben ist. Ihr supportet geisteskrank. Und deswegen dachte ich, ich gebe euch einfach ein bisschen was zurück. Und ihr seht schon hier, das Video ist schon exportiert, ist in DaVinci Resolve. Und ich habe hier meine Favorite GoPro LUT, die habe ich mir selbst erstellt. Und die schenke ich euch einfach. Ihr könnt die einfach unten downloaden, die ist in der Beschreibung verlinkt. Ihr müsst dafür nichts bezahlen, euch auch nirgends anmelden, keine E-Mail angeben, nix. Ich schenke die euch einfach for free. Benutzt die gerne in euren Videos. Manchmal ist die ein bisschen stark. Ich zeige euch mal hier. Ihr könnt die bei DaVinci zum Beispiel hier ein bisschen verringern von der Stärke her. Hier sieht die, finde ich, ganz geil aus, aber manchmal kann die ein bisschen zu krass kontrastreich sein. Da müsst ihr halt einfach ein bisschen runtergehen. Oh, jetzt habe ich sie ein bisschen zu, bisschen noch heftiger gemacht. Genau. Dann mache ich meistens noch, zeige ich mal ein bisschen noch Nachbearbeitung, wenn ich jetzt die LUT verwendet habe. Hier könnte man jetzt zum Beispiel sagen, nur mal als Beispiel, die Bäume sind jetzt ein bisschen zu rot. Dann könnte man zum Beispiel hier
reingehen und diesen bei den Curves, den roten Slider hier, sage ich mal, ein bisschen ins Grünliche machen. Seht ihr jetzt, sieht eigentlich ganz geil aus. Und das war es eigentlich prinzipiell schon. Manchmal mache ich dann hier noch die Tiefen noch ein bisschen heller. So, die Höhen. Ja, doch, passt eigentlich so. Und dann kann ich euch noch, wenn ihr DaVinci Resolve verwendet, die LUT funktioniert ja mit jedem Schnittprogramm eigentlich, wo ihr LUTs verwenden könnt. Aber ich mache hier bei Effects gerne noch diesen Glow rein. So, zeige ich euch auch mal. Den schieben wir dann danach mit rein. Bam. Und dann verändern wir hier noch das Ganze zu Soft Light. Und hier oben, ja, pushe ich das bis nach unten. Sage ich mal hier bis diesen Threshold. So, und dann mache ich hier die Deckkraft wieder komplett raus und mache nur so ein ganz kleines bisschen Glow hier rein. Das Ganze sogar ein bisschen dunkel. Jetzt kann ich sogar hier das Ganze mit den Curves noch ein bisschen heller machen. So, und jetzt zeige ich euch mal, ich will sogar noch das Rot noch ein bisschen rausnehmen. Ich finde, das Grün kommt irgendwie, gefällt mir irgendwie besser hier in dem Shot, aber das ist natürlich Geschmackssache. Und wenn wir jetzt mal vorher nachher schauen, bam, bam. So. Sieht echt ganz geil aus, meiner Meinung nach. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Das ist mein GoPro-Workflow. Nichts zu krass Kompliziertes. Ich hoffe, ich habe es euch so erklärt, dass ihr es verstanden habt. Wie gesagt, gönnt euch die LUT unten in der Beschreibung. By the way, wenn ihr mich unterstützen wollt, ich habe Affiliate-Links hier unten drin. Das heißt, wenn ihr euch über die Links irgendwas kauft, zum Beispiel neue Lipos oder irgendwelche neuen Props oder eine Drohne oder sowas bei FPV24, dann bekomme ich davon 3% Provision. Also wenn ihr Bock habt, mich zu unterstützen, dann könnt ihr gerne über die Links irgendwas kaufen. Ihr könnt auch generell über die Links einfach, soweit ich jedenfalls weiß, in den Shop reingehen und dann dort irgendwas anderes kaufen. Wenn ihr über diesen Link reingegangen seid, dann, soweit ich das verstanden habe, unterstützt ihr mich und dann bekomme ich eine kleine Provision. Und das, was ich natürlich da an Provision bekomme, stecke ich auch wieder hier in den Kanal rein. Kauft davon neues FPV-Equipment und so weiter. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke für den krassen Support, Leute. Das freut mich unnormal. Es kommen monatlich fast 200 neue Leute dazu. Das ist komplett insane. Und ich freue mich über jeden Einzelnen und hoffe, ich konnte euch mit der LUT ein bisschen was zurückgeben. Also haut rein, Leute. Macht's gut. Ciao.